Hallo und herzlich willkommen zu einer gediegenen Runde War Thunder. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum. Ich habe nämlich kein Null, quasi Null Lines. Dann, ja, starten wir direkt rein. Die Mission für heute ist mit größeren Kaliber als 37 mm 30 Flugzeuge zerstören, gegnerische Flugzeuge zerstören. Darauf arbeite ich jetzt nicht, weil ich das sicherlich nicht schaffen werde, weil ich neben dieser Runde oder neben, ja doch, neben dieser Let's Play-Runde wahrscheinlich nicht weiterspielen werde, nicht aus Lustgründen, weil ich habe zwar eigentlich schon viel Lust, aber ich habe, das ist es. Wenn ich mal Lust habe, wenn ich mal richtig Bock habe, dann habe ich keine Zeit. Das ist leider irgendwie so. Naja, ich wollte eigentlich doch gerade mal auf den Bomber wechseln, aber naja. Jetzt ist es so. Jo, ich habe hier nochmal, ich habe hier gerade nochmal nachgerüstet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Deswegen hat er auch so überhaupt gar keine Moniten. Der Account hier. Und ich weiß gar nicht genau, was ich nachgerüstet habe. Ich habe Geschütze, ich habe alles mögliche. Ich habe extrem viel Sachen nachgerüstet. Geschütze, Motor, Rumpf. Ach, alles, was man da so kaufen kann. Alles, was das Herz begehrt. Und ja, mal gucken, wie das Ganze sich jetzt eventuell anders anfühlt. Ich glaube nicht wirklich, aber kann ja doch durchaus sein. Flieg schon mal als Erster, hab ich schon ja keinen Bock drauf. Hab damit irgendwie in jedem Spiel auf schlechte Erfahrungen. Ich freue mich ja sehr auf die Fahrzeuge, aber ich denke mal, in die Closed Beta komme ich leider nicht rein, weil ich diese Ground Force Missions nicht so oft gemacht habe. Oder dafür nicht oft genug, könnte man sagen. Aber naja, vielleicht hat das an dem Aufzug gar nicht. Naja, muss ich mal gucken. Ich meine, irgendwann ist die offene Beta sowieso auch für uns alle Sterblichen verfügbar. Wow. Ups, ich hatte die falsch eingestellt. Ich dachte, ich hätte sie gerade richtig. Aber da waren sie dann falsch. Na. Nicht denken, wissen. Wie es so schön heißt. So, was gibt's denn jetzt hier noch so Schickes? Eine KI, eine Jagd, die mir so schön entgegenkommt. Und ich verschätze mich immer mit dem Zoom. Schade. Schade, schade, schade. Eine Wellington. Oha, ach shit. Ich hab das gar nicht bemerkt. Jetzt sieht mein Flugzeug so aus wie, was weiß ich, ein Käse. Scheiße. Gucken, ob wir davon noch irgendwie was abkriegen. Der hält aber auch irre viel aus. Ja, nicht mal ein Assist. Vielen Dank, liebes Abrechnungssystem. Ich würde jetzt gerne landen, aber ich glaube, wir haben hier nicht mal eine Basis. Doch, dann düsen wir mal direkt dorthin. Geh nicht drüber los und ziehen auch keine 4000 Golden Eagles ein. Und du gehst ganz bestimmt von mir weg da. Muss ich bin hier, um ehrlich zu sein, habe ich hier noch nie Landeversuch gestartet. Also nicht auf dieser Map, könnte man sagen. Gehe aber schon mal komplett raus. Hoffentlich reißt es mir jetzt nicht das Fahrwerk weg. Jetzt muss ich da tatsächlich notlanden. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Darf man auch nicht zu langsam sein. Ich hoffe, die B25 versucht jetzt nicht zu landen. Also nicht so.
Ja, sieht. Oh mein Gott, B25. EWTF, wie schlecht kann man eigentlich nur sein? Okay, ich sag nichts, sonst passiert es mir gleich auch. Ich verstehe gar nicht, was das hier so für komische Texturen sind. Sieht total crazy aus. Ja, das sieht aber sehr gut aus. Nahezu perfekt. Tja, das war perfekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Kriegen wir erstmal fett XP. Mach mir keine Angst. Fett XP und natürlich noch Fett Munition. Fett Munition, Junge. Munition und die Reparatur kriegen wir jetzt hier auch gleich. Das Ultimatum fände ich es sehr genial, wenn jetzt echt kleine Mendekill ankämen und daran so rumhandwerkeln würden. So, ich weiß gar nicht, habe ich die Taste. Ah, er setzt mich um. Ach so. Früher musste man das ja alles noch selber machen. Das ist ja alles. Ist alles einfacher heute. Heutzutage. Ja, erstmal hier, weißt du, ja. 300 kmh muss ich haben. Ich. Ich stecke. Aber diese hier, diese Texturen finde ich so komisch. Die sehen so, als ob sie nach oben hin, also einen 3D-Effekt erzeugen sollen aus der Luft, aber es ist halt einfach nur eine Platte. Es ist halt eins bleibt, ist und bleibt einfach eine Textur. Boah, hier fliegen wir mal ein bisschen tief und hoffen mal, dass wir jetzt nicht abstürzen. Sieht einfach zu nice aus. Um da in hoher Höhe drüber zu fliegen. Ernsthaft? Das sieht doch schick aus. Nice, nice. Die Runde ist leider auch schon fast vorbei. Das heißt, dieser kleine Ausflug zum Hafen war vielleicht gar nicht so gut. Sondern im Gegenteil zum Hafen, ja. Waren wir bei der Sache. Zum Flugplatz war wahrscheinlich gar nicht so gut, weil wir dadurch sehr wertvolle Zeit verloren haben. Und wieder hier grandiose 300 Punkte. Aber ich brauche ja auch so lange. Na, da kommen sie, da kommen sie. Kommen wir. Wir werden uns sicher freuen. BF 109. Nehmen wir dich oder den da oben? Wir nehmen dich. Bleiben bei dir. Keine Sorge. Oh, Respekt. Ah, wow. Kanonen, FTW. Wo ist denn jetzt die BF hin? Das macht mir gerade etwas Sorgen. Und dieses ganze Gedingste natürlich. Auch und die Geräusche auch, also versorgen hier. Ach so, Raketen! Ach so. Ach, das war ein UFO-Fighter. Der ist natürlich sehr, sehr hart. So, versuchen wir jetzt noch mit dem Bomber irgendwie die Runde eventuell zu retten. Das ist ja ein gutes. Man kann die Runde eigentlich noch so sch schön schnell retten, wenn man dementsprechend schnell irgendwie ankommt. Da irgendwie hier, weiß ich, was da hinten die Base wegzubomben. Nur da muss ich halt erstmal hinkommen. Deswegen gehen wir jetzt immer mal auf Hardcore-Tour, nehmen wir da 600 km/h und dann fliegen wir da mal ganz fix hin. Da sieht man auch, wie die Kilometer runterrasseln. Legen hier eine irre, wir haben ein irres Tempo und legen eine irre Strecke zurück, wie ihr seht.
echt irre schnell. Ist natürlich die Frage, kommen wir da überhaupt hin? Und diese Boote da, Destroyer, nehmen wir die Destroyer da, das ist glaube ich nochmal ein bisschen besser. Was gut ist, wir konnten unsere 600 Token halten, wir haben keine vergessen. Tickets meine ich auch. Wir haben keine verloren. Und ich düse hier immer noch mit meinen 500 kmh über die Map. Und kann vielleicht die Destroyer irgendwie einen wenigstens oder zwei, ich weiß leider auch nicht, was für Bomben ich habe, ausnehmen. Ich hoffe, ich mache einen mit einem Schuss platt. Mit einer Bombe. Wissen tue ich das aber leider nicht. So, haben wir zur Not zwei abgeworfen, die leider beide nicht zerstört haben. Das heißt, es hat leider nicht ausgereicht. So, jetzt machen wir einen Kamikaze-Angriff. Soweit es geht, werde ich da irgendwie, wenn ich es noch schaffe, in eins der Boote reinfliegen. Wenn ich das überhaupt packe. Schade. Selbst jetzt ist es immer noch nicht tot. Wollen die mich verarschen? Was hatte ich denn da für Bomben dabei? Na, weiß ich jetzt nicht, muss ich nachher mal nachgucken. Komisch. Komisch und etwas annoying. Nervig. Auch hier gebe ich mal ein bisschen auf Gas, nicht auf Höhe. Damit ich da auch rechtzeitig hinkomme. Ah, es sind immer noch. Wir sind ja schon wieder ganz gut dran gekommen. Muss man ja sagen, man kann das Blatt doch recht schnell rumdrehen. Aber jetzt gehe ich da mal in unser Boot erstmal verteidigen, sonst sieht das bei denen doch alt aus. Sehe aber gerade, das ist ein Bomber, oder? B1. Kommt mir aber sehr schnell näher, der Typ. So, Critical Hit hat auf jeden Fall schon mal drin. Ja, wieder sich freuen. So, weg mit dir, weg von unseren Booten. Ich weiß, hinter mir ist einer, aber ich denke mal, den bekommt er sowieso nicht weg. Deswegen helfe ich da mal eben meinem Kumpel, den, ich glaube, das war ja so ein Light-Bomber sogar, den wegzunehmen. Ey, ich bin noch drunter weggeflogen, oder? Irgendwas hat ihn gestreift. Mysteriös. Ich dachte, ich würde drunter wegkommen. Komisch. Schade. Aber wir konnten erfolgreich unsere Schiffe verteidigen. verteidigen. Und ich sehe gerade echt, die Amis liegen wir am meisten. Also hier Jäger, die Air Cobra oder wie die heißen, das ist echt ein feines Ding. So, jetzt, wir haben 200 Tickets Vorsprung, das heißt aber leider gar nichts. Gegen den Bowfighter will ich nicht in Zweikampf gehen. Da habe ich keine Schnitte. Die B25 würde ich aber schon gern rausnehmen. Deswegen steige ich hier mal etwas und fliegt da die Richtung. Der zieht da sowieso von dannen. Und die B25 kann halt noch ordentlich Beef anrichten. Also die kann noch mal echt. Kann noch mal echt Probleme bringen, aber die ebenso. Ich weiß jetzt nur nicht, entfernt die sich? Nee, ich denke, die ist am Nachladen. Problem halt auch, was ich sehe, ich habe keinen Bock, dass da jetzt gleich ein Jäger ankommt von denen da unten. Aber ich nehme die B25 raus, das scheint mir gerade mal etwas wichtiger. Gerade weil die landen will, da kann man sie sicher etwas nerven.
Scheiße. Respekt, die Flaks machen ordentlich Damage. Will nicht, dass du nochmal landest. Ja! Ja! Nein! Nein! Ach, schade. Wow. Also die machen echt gut Schaden und zermürben mich da jetzt auch noch. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die B-25 niedergerungen. Und dadurch den Loose auf unserer Seite vielleicht etwas verzögert, weil die können halt echt miese sein. Und jetzt gerade haben sie aktuell keine Bomber mehr, oder? Doch, noch eine B-25. Und eine U. Und die BB-1 ist draußen. Kann aber sehr schön noch werden. Also können wir echt noch gewinnen. Eliminate Pillbox. Eliminate Pillbox. Eliminate Pillbox. Eliminate Pillbox. Weiß ich nicht. Ich habe hier sehr, sehr dicke Dinger drin. Dicke Dinger. Nee, wo geht das denn nochmal? M. Genau. Ich weiß nicht, ob ich gedrückt halten soll, ja. Eine 100-Kilo-Bombe. Nee, 500 Kilo sind das. LBS sind, glaube ich, muss man um die Hälfte rechnen. Könnte ich bei einem Direkttreffer durchaus kaputt kriegen. Ich bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Den da müssen sie aber platt kriegen, die Spitfire, bevor die unsere Bodentrupps da am Boden tötet. Ja, das hat der Logik. So, jetzt muss ich da nur hinkommen, treffen und mir einen Arsch abfreuen. Gehen wir schon mal hier auf die Bremse, nehmen wir die Comet Flips rein, das bremst uns eventuell auch nochmal ein Stück. Das Teil brennt auch schon, es wird schon beschädigt. Ein gutes ist ja, es bewegt sich nicht und wir haben es geschafft. Yay. 1002, wofür kriegt man so viel XP? Seit wann kriegt man so viel XP für Pinbox? Oder weil es die letzte ist? Naja, wir haben, ich würde mal fast den Sieg rausgeholt. Ohne uns hätte das Team nicht gewonnen. Das hat sich auch gelohnt. Ganze, what? What? 32.000 XP. Hätte ich Premium, wären das fast 100, okay, sagen wir, wären das fast 70.000 gewesen. Flying Cross, Third Class. Mission 31, 50%, okay, what? Final Blow. The Final Blow, Reward. Ah, kriegt man 500 XP mehr, also wenn wir den letzten zum Entscheiden machen. Geil. Geile Sache. Super Gefecht. Super Spaß gemacht. Wow. So viel XP. Und so wenig fehlt noch. 65.000. Haben die was an den XP gedreht? Ach, das ist mal 5. Ich dachte mir schon mal. Also welche Hoffnungen gemacht. Schade. Ja, mal 5, 200.000 XP. In einer noch besseren Runde könnte man dann fast ein Viertel von den XP machen, die ich hier brauche. Und ja, ich würde sagen, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Schaut bei der nächsten auch rein und lasst mir hier einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.